Wir sind die einzige Partei, die dafür sorgen wird, dass diese Zustände in Deutschland beendet werden. Es ist ganz klar, Multikulti ist gescheitert und für uns ist Schwarz-Rot-Gold auch bunt genug. Ich sage jetzt aber auch, was ich denke, nämlich, dass in einer Demokratie, die etwas auf sich hält, alles und jeder kritisiert werden darf, ohne dass er um sein Leib und Leben fürchten muss. Und ich denke außerdem und sage das jetzt nochmal ganz mit allem Nachdruck, dass wir uns dringend darüber unterhalten müssen, ob wir einfach weiterhin sagen, der Islam und alle seine Ausprägungen gehören zu Deutschland oder ob wir jetzt endlich mal das Diskutieren anfangen, was denn überhaupt von Religionsfreiheit letztendlich gedeckt ist. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Ich grüße Sie, Frau Höchst, 14.30 Uhr am Mannheimer Marktplatz. Sonntag, Veranstaltung der Jungen Alternative. Sehr traurig, was hier passiert ist. Ein mutmaßlich islamistischer, was auch immer, war mit dem Messer sehr aktiv. Bitte. Ja, was dem Michael Stürzenberger da passiert ist, hat uns alle erschüttert. Ich selbst bin auch Islamkritiker der ersten Stunde. Wir kennen uns schon lange. Und wir sind jetzt heute hier, um einfach zu zeigen, dass ein solcher Angriff, wie auch immer der motiviert ist, ein Angriff auf uns alle ist. Ich nehme seit gestern wahr, dass die Presse versucht, sich da zu winden und man hat auch die Ermittlungen aufgenommen. Aber weswegen wird ein Islamkritiker in Deutschland von einem mutmaßlichen Menschen mit dem Messer angegriffen und ganz gezielt mehrfach mit Stichen verletzt? War er zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort? War es eine Beziehungstat oder was soll das gewesen sein? Also der Michael Stürzenberger hat schon mehrere Todesdrohungen bekommen. Und was ich so an Kommentaren lese im Internet, bestürzt mich sehr, weil da wird der Messerstecher auch noch gefeiert von Leuten, die zum Beispiel schreiben, dass es jedem so gehen wird, der den Islam kritisiert. Was man beobachten konnte, wenn man sich die Videos angeschaut hat, dieser Attentäter ist um den Stand herumgeschlichen, ja, und ist dann ganz gezielt, als der Herr Stürzenberger alleine bei den Plakaten war, auf ihn zugegangen und hat ihn mit dem Messer attackiert. Das ist schon brutal und da kann man nicht von einer Spontantat rechnen. Und wer den Koran kennt und die 25 Tötungsbefehle, der kann das nicht mehr leugnen. Und wer hier als Rechter diffamiert wird, nur weil er Kritik übt, und zwar begründete und fachlich wirklich fundierte Kritik, dass der einem solchen Attentat zum Opfer gefallen ist, zeigt auch unsere Politik gerade. Wir leben zunehmend in einem Linksstaat, der dem Islam hofiert. Kann das so gesagt werden? Also wir leben ja angeblich in einem freien Land, von daher dürfen Sie sowieso sagen, was Sie denken. Ich sage jetzt aber auch, was ich denke, nämlich, dass in einer Demokratie, die etwas auf sich hält, alles und jeder kritisiert werden darf, ohne dass er um sein Leib und Leben fürchten muss. Und ich denke außerdem und sage das jetzt nochmal ganz mit allem Nachdruck, dass wir uns dringend darüber unterhalten müssen, ob wir einfach weiterhin sagen, der Islam und alle seine Ausprägungen gehören zu Deutschland oder ob wir jetzt endlich mal das Diskutieren anfangen, was denn überhaupt von Religionsfreiheit letztendlich gedeckt ist. Sind Messermänner, die Dschihad ausführen und Tötungsbefehle ausführen im Namen ihrer Religion, gehören die zu Deutschland? Ich denke, nein. Das Kalifat gehört auch nicht zu Deutschland und die Scharia auch nicht. Wir sind hier das christliche Abendland. Und wenn wir jetzt nicht hier endlich mal unsere Werte hochhalten,
halten, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und dafür einstehen, dass wir auch weiterhin in einem freien Land mit Grundgesetz und Religionsfreiheit leben dürfen, dann sehe ich ziemlich schwarz. Deswegen bedanke ich mich ausdrücklich bei der jungen Alternative, die natürlich ihre Zukunft im Auge hat und hier zu dieser Mahnwache geladen hat. Wir stehen natürlich zu Gesprächen zur Verfügung, aber ich hoffe doch sehr, dass niemand, der so in Messerkampftechnik trainiert ist wie der Attentäter, der sich mit dem Messer dem Michi gewidmet hat, dass solche Leute nicht an uns drankommen. Was ich schon länger sage und heute auch noch mal vermitteln möchte, wäre angesagt, dass der Koran als jugendgefährdende Schrift einzustufen ist und dass man da mal zumindest die Diskussion eröffnet. Ach, ich bin nicht so für Bücherverbote, aber wir müssen jetzt endlich mal die Zähne auseinanderkriegen und darüber diskutieren, was sich denn aus einer solchen Schrift ableiten darf in einem freien Land mit freiheitlich-demokratischer Grundordnung und was nicht. Ich habe das eben schon gesagt, wir können aus diesem Buch keine Tötungsbefehle für die Jetztzeit ableiten. Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Also wenn das Islam sein soll, dann haben wir ein Riesenproblem, weil wir ja natürlich auch für Religions Freiheit einstehen. Aber es kann ja nicht sich darum drehen, mögliche Kritiker dieser Religion dann abzumessern. Das geht nicht. Ja, viele, nennen wir es mal Religionslehrer, sehen das ja wirklich auch als Religion. Aber was im Koran drinsteht, ist ja auch ein mehr allumfassendes Buch für die Lebensführung mit Gesetzgebung, Politik für die, und Vorgaben für Wirtschaft, Wissenschaft, wie man mit der Frau umgehen muss. Also hier greift mir persönlich der Koran zu weit. Ja, also da könnte ich jetzt noch andere zitieren, wie zum Beispiel auch Scientology oder andere Sekten, die sich sehr in die persönliche Lebensführung einmischen. Für mich steht hier jetzt mit in puncto Islam ganz klar im Vordergrund, nochmal in die Fläche zu bringen, grundgesetztreue Muslime, die sich hier einbringen, arbeiten, ihre Kinder zur Schule schicken und einfach nur in Frieden mit uns leben wollen, die sind gar nicht das Problem, die sind ja herzlich willkommen. Wir haben ein Problem mit Leuten, die hier, wie Sie schon gesagt haben, ein Buch durchsetzen wollen, mit Forderungen durchsetzen wollen, für uns alle, die wir eben nicht islamgläubig sind, mal in Klammern gesagt, es konvertieren an den Schulen ja schon viele Schüler aus Leid und Not zum Islam, damit sie in Ruhe gelassen werden. Also darüber müssen wir reden. Ich möchte, dass wir endlich in der Fläche darüber reden, ohne dass wir die Verfassungsschutzkeule übergebraten bekommen. Denn wer eigentlich den Verfassungsschutz übergebraten bekommen müsste, sind die Islamisten hier im Land, die mit 20 Zentimeter Klingen auf Kritiker losgehen. Ja, herzlichen Dank. Darf ich Ihr Dekolleté kurz filmen? Mein Dekolleté? Ja, es geht Ach so. Ja, ich weiß, ich frage vorher. Ja. Sie lacht. Herzlichen Dank. Grüß Sie, Herr Dr. Spaniel, MdB im Bundestag. Ein Statement kurz zu dieser Mahnwache. Ja, es ist tatsächlich eine Mahnwache, organisiert von der Jungen Alternative. Wir haben hier in Baden-Württemberg, hier in Mannheim, ein schreckliches Attentat erlebt. Man kann sagen, es war ein politischer Terrorakt, nämlich gegen Herrn Stürzenberger. Bedauerlicherweise sind da viele Personen verletzt worden, einige auch sehr schwer, einige schweben auch in Lebensgefahr. Und wir müssen uns klar machen, dass das Ganze hier eben nicht die Einzeltat eines Verwirrten ist, sondern sie ist das Ergebnis einer Politik, die schon viel zu lange anhält. Eine Politik, die so tut, als könne man einen politisierten Islam in Deutschland legitimieren. Natürlich haben diese Leute kein Verständnis für Meinungsfreiheit. Und das, was Herr Stürzenberger macht, ist ihnen ein Dorn im Auge. Und für uns scheint es eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass wir mit dieser Gefahr leben müssen. Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen nicht mit dieser Gefahr leben. Wir können das beenden. Ganz schnell. Durch Ausweisen. Jawohl, der Migration. Dankeschön. Bitte. Schönen guten Tag, Frau Baum, MdB und jetzt auch hier in Mannheim. Ein kurzes Statement, bitte. Ja, also ich bin der Meinung, dass wir jetzt unbedingt Positionen beziehen müssen, hier auch gerade in Mannheim, am Ort des grausamen Geschehens, des Terrorangriffs auf den Michael Stürzenberger und sein Team. Wir müssen ganz klar deutlich machen, dass jetzt diese schreckliche Migration, die Massenmigration beendet werden muss, dass die Grenzen zu schließen sind und dass wir wirklich auch die kriminellen Ausländer wieder abschieben.
Deutschland war einst das sicherste Land der Welt. Und was ist daraus geworden? Ständige Messerangriffe, tägliche Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung. Das muss ein Ende haben. Und deshalb bin ich auch hier, um das auch deutlich nach außen zu tragen und auch diese Ansage vor allen Dingen nach Berlin zu tragen. Das ist mein Anliegen heute. Im Koran, zu einigen Schriften, gibt es ja direkte Tötungsbefehle, und zwar 25 Stück. Die werden wohl Stück für Stück auch umgesetzt. Die Blutspur geht ja quer durch Deutschland, hat jetzt hier in Mannheim einen größeren Fleck hinterlassen, leider. Wir wünschen allen eine gute Genesung. Und was sagt uns das zum Thema Koran? Kann man den vielleicht mal andenken, als jugendgefährdete Schrift einzustufen? Das kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich persönlich den Koran tatsächlich nicht kenne. Aber ich kenne natürlich auch die Aussagen von Herrn Stürzenberger dazu. Und es scheint alles richtig zu sein, was Sie gerade gesagt haben. Ich bin generell dagegen, irgendwelche Schriften zu verbieten. Aber zumindest ist die Aussage, der Islam gehört zu Deutschland, deutlich falsch. Meiner Meinung nach gehört der Koran nicht zu einem christlichen Land, wie wir es sind. Herzlichen Dank. Bitte schön. Einen schönen guten Tag, Herr Appel. Wir sind hier in Mannheim. Wir haben hier heute zwei Veranstaltungen gehabt, Demonstrationen. Wie können Sie uns eine kurze Lage dazu abgeben oder jetzt danach? Ja, wir hatten zwei Veranstaltungen, wie Sie schon sagten. Einmal von der jungen AfD mit ungefähr 160 Teilnehmern. Und dann hatten wir eine Menschenkette für Zusammenhalt gegen Gewalt, Hass und Hetze mit Bezügen zu dieser Gewalttat, die hier am Freitag ebenfalls genau hier, wo wir jetzt stehen, am Marktplatz stattfindet. Ja, wir haben gesehen, die Polizei hat erfolgreich die Antifa, die hier mit einem kleinen, nennen wir es mal Sturmtrupp, eindringen wollte, vereitelt. Dann im Umfeld dieses kleinen Aufmarsches, die Polizei dann niedergerungen hat, sagen wir mal so, haben wir Menschen aus dieser Gruppe abfließen sehen in die Demonstration gegen Gewalt und Hass und Hetze. Und dort wurde dann durch diese Person ein bisschen aufgestachelt und auch skandiert. Können Sie dazu was sagen? Das habe ich jetzt so nicht beobachtet. Das werden die Auswertungen nachher zeigen. Die Polizei ist hier, um beide Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Einmal von der AfD und einmal die Menschenkette, dass beide Veranstaltungen stattfinden. Dafür ist die Polizei hier und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit in Ordnung. Was da im Einzelnen war, ob es da ein Scharmützel gab oder dergleichen, davon ist mir jetzt nichts bekannt. Wir werden das natürlich später auswerten, und wenn Sie in der Folge Ihre Frage schriftlich an die Pressestelle stellen würden, kann ich Ihnen dann im Anschluss dazu ausführen. Ja, super. Auch wurde beobachtet, die Demonstration ist ja gegen Hass und Hetze. Und dann haben wir skandieren gehört. Ganz Mannheim hasst, Punkt, 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 Punkt. Sehr interessant. Wie bewerten wir das? Dürfen wir schon bewerten? Wir bewerten sowieso nichts, wir sind politisch völlig neutral. Ich habe das soweit jetzt auch nicht gehört. Ich war hier mit anderen Pressevertretern im Dialog. Das wird auch die Auswertung später zeigen. Sie können das später bei YouTube heute Nacht bei Freie Presse Süddeutschland downloaden. Da werde ich alles hochladen, damit Sie es genau sehen können. Ich bedanke mich bei Ihnen. Auch von mir herzlichen Dank, einen schönen Sonntag noch. Dito. Ja, und findest du nicht trotzdem, dass das eine freie Meinungsäußerung ist? Wer dann dafür abgestochen ist, das ist das normal, dass man dafür das rechtfertigt doch kein Mensch. Was ist denn das für eine bescheuerte Argumentation, eine Schiefe, die Sie da betreiben? Ist doch zum Kotzen. Ihr habt rechtlich mal alle. Bitte? Ihr habt rechtlich mal. Wer hat sie nicht mehr alle? Ich bin noch immer noch beim Sie mit Ihnen. Wir kennen uns nicht. Geht einfach weg. Nee, ich bleib hier. Ich geh nicht weg. Sie gehören genau zu dem dummen Volk da drüben auch. Und Sie gehören zu dem dummen Volk. Ja, das wird besser, die nachdenken. Machen Sie weiter. Kann ich aber nur lachen. Da können Sie in ein paar Monaten, in ein paar Jahren auch Kopfschuss tragen, ganz im Ernst. So. Ja, mir wurde auch schon gesagt, ich werde vergewaltigt, wenn ich einem Flüchtlingsheim zustimme. Ja, möchte ich aber nicht drin sein. Möchte ich nicht drin sein. Es gibt Ärger. Es gibt Ärger. Ja, Sie drohen mal wieder. Es gibt Ärger. Das war eine Beleidigung, wir haben es auf Band. Können wir die mal anzeigen, die junge Dame, die hier mit Beleidigungen um sich schmeißt? Oder ihn, von Spiegel TV? Ihre Methode? Ja.
Wenn ich nicht im Spiegel-TV sehe, gibt es richtig Sie laufen Ärger. Mir in die Kamera, mehrfach jetzt schon. Wenn ich nicht im Spiegel-TV sehe, gibt es Ärger. Sind mir mehrfach Vorsicht, in die Kamera gelaufen. Vorsicht. Der junge Mann hat gerade gesagt, er ist schon Spiegel-TV. Aber ich bin also, wissen wir, es wird wieder Hass nicht als Frage vorbereitet. Sind mir mehrfach in die Kamera gelaufen. Ganz großes Kino. Der Mainstream sickert hier ein mit Influencern, Kameramännern etc. und versucht hier Unfrieden zu stiften. Anstatt er aus der Entfernung hier ordentlich filmt, nein, provoziert er und ärgert die hier in Ruhe eine Mahnwache abhalten wollen. Das ist Deutschland. Stürzenberger wird gar nicht mehr, seit 22 wird er gar nicht mehr beobachtet. Und so wie Sie sich äußern haben, sind Sie direkt mitgestochen. Ja, und jeder hat hier das Recht, seine Meinung zu äußern. Natürlich, um Gottes Willen, darum geht es nicht. Aber deswegen heißt nicht, dass ich den Menschen möde. Ja, warum ist er extrem? Warum kommen Sie dann her, um zu hetzen? Genau das, was Sie anderen vorwerfen, machen Sie selber. Sie heißen hier, gehen Sie doch einfach vom Platz und lassen die Leute hier in Ruhe ihre Mahnwache abhalten. Er vertreibt Blüten. Stürzenberger wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Seit 22 nicht mehr. Nein, 10 Jahre vom Verfassungsschutz. Nein, seit 2 Jahren nicht mehr. Ja, aber nicht mehr heißt doch nicht, dass... Hak's ab. Bei der Realität bleiben. Ja, aber man, ja, kann wir versuchen hier eine inhaltliche Diskussion zu führen. Und nicht Hass und Hetze wie er. Er kann seine Meinung haben. Ja, kann er haben, aber woanders. So, Ansage. Auch hier. Genau, so muss das. Auch die anderen Seiten nicht vergessen, Scheinangriff möglich, die sind viel stärker, die Antifa. Ja, hier sehen wir wieder ganz klassisch Antifa-Terrorgruppen. Möglicherweise auch Migrantifa. Schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Ein Schub. Zurück zu seiner Demo. Geht zurück zur Demo. Geht zurück. Jeder auf eine Seite, Jungs. Weg mit euch. Geht rüber, Jungs. Jeder auf eine Seite. Geht rüber auf eure Seite, Jungs. Geht rüber, Jungs. Geht rüber, Jungs. Geht rüber, Jungs. Geht rüber.
Wenn ich dich daran bin, kriege ich hier gesichtig so gut rein. Komm ich durch? Halten jetzt Abstand. Sie auch? Halten Sie zuerst Abstand, wir stehen hier. Ich auch. Ich auch. Und jetzt? Haben Sie trotzdem unseren Anweisungen Folge zu leisten? Und jetzt? Wir stehen ein. Gestochen! Ihr habt mitgestochen! Alle! Sind das welche? Das sind Linksextremisten, Antiterrorgruppen, Migrantifa, gefördert vom Staat. Die gehören zu denen da. Ja. Und die haben alle mitgestochen. Natürlich! Alle! Symbolisch haben alle mitgestochen! Oh, mein Freund ist wieder da. Nicht mitgerufen. Hä? Auch Antifaschista, auch so. Antifa. Du warst schon früher bestimmt bei der Antifa, oder wie du aussiehst? Und das nicht. Lass dir mal die Zähne machen. Lass dir mal die Tattoos entfernen. Warum? Genau, was haben Sie, was hast du gegen die Tattoos? Was hast du gegen die Tattoos? Kaputt? Hallo? Ist kaputt. Wagenzeuge steigt auf. Wagenschluss. Geht nicht mehr. Alles kaputt. Ah, okay, dann tut es mir leid. Krankheit. Ich kann nichts dafür. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
sind ab. Nimmst du ihn mit? Ja, hat sich doch geklärt, oder? Ein Einpeitscher. Dem wurde gesagt, Deutschland muss christlich bleiben. Die Antwort dieser Demonstranten ist klar. Ja, die Omas gegen rechts kümmern sich natürlich auch rührend um die Antifa-Terrorgruppen, wie nicht anders zu erwarten. Wieder so ein Prachtexemplar mit Teleobjektiv. Ob das gut ist oder nicht, werden wir später feststellen, wenn die Archive dann gesichtet werden. Ob jetzt in München, Stuttgart oder Berlin, hier werden wieder gute Fotos geschossen. Da gehört Pfefferspray rein, weil jedes deutsche Kind muss doch mittlerweile Angst haben, in die Schule zu gehen, muss sich verteidigen gegen massenweise Illegale, die ihm das Leben hier in der Schule zur Hölle machen. Und wenn ich diese ganzen Bunten dort drüben sehe, die würde ich gerne mal mitnehmen. Kommt doch mal mit in den Görli nach Berlin.
kommt doch mal mit, lasst uns doch mal abends alleine hier durch den Park in Mannheim laufen. Die Sicherheit unserer Frauen und Kinder ist schon lange nicht mehr gewährleistet. Und deshalb stehen wir hier, deshalb gibt es die AfD. Wir sind die einzige Partei, die dafür sorgen wird, dass diese Zustände in Deutschland beendet werden. Wir sind die einzige Partei, die die Brandmauer bildet gegen diesen linksen, irren, woken Niedergang Deutschlands. Es kann nicht sein. Wir werden Deutschland beschützen. Am 9.6. werden wir stärker denn je in Europa einziehen, in die Kommunalparlamente einziehen und diesen Menschen zeigen, bis hierher und nicht weiter. Wir haben sogar einen Einpeitscher mit Megafon, sehr interessant. 15 soziale Hennemann, die Bürgergeld ausnutzt, der muss gehen. Der hat hier nichts. Und wieder die Gestalten mit. Lasst uns dafür sorgen, dass Deutschland das Land der Deutschen bleibt. Lasst uns dafür sorgen. Der Mann mit dem roten Stern und der andere mit dem Megafon stören, zumindest der mit dem Megafon, vorsätzlich eine Veranstaltung. Und das ist sogar ein Ordner. Und die Polizei schaut zu und tut es nicht ahnden. Sehr interessant. Ein Islam, der nach dem Kalifat in Deutschland schreit, der hier Menschen und Kritiker metzelt und mordet und mit Todesdrohungen überzieht. Ein Islam, der hier die Vormachtstellung haben möchte, gehört nicht zu Deutschland. Das ist ja für manche ein bisschen schwer zu verstehen. Wir haben überhaupt gar nichts gegen gut integrierte Muslime, die hier ein gesetzestreues Leben führen, die mit uns hier zusammen in Frieden, in Freiheit und in Sicherheit leben wollen und die genauso wenig Bock darauf haben, dass irgendwelche Cousins aus dem vorderen Orient oder aus Afghanistan ihren Töchtern plötzlich erzählen, dass sie Kopftücher zu tragen haben oder sich keusch zu verhalten haben oder den Regeln des Islams zu folgen haben statt den Regeln des Grundgesetzes. Das wollen die auch nicht und diese Menschen sind uns hier sehr willkommen. Wir müssen noch zu einem Punkt kommen, den viele Menschen hier in Deutschland immer noch nicht verstehen. Auch hier die Nazis rausschreien. Das tut einem ja mittlerweile richtig weh in der Birne, weil sie das einfach nicht verstehen. Ich erkläre Ihnen das jetzt für in einfachen deutschen Sätzen, in einfachem Deutsch. Ja? Wir alle haben erlebt,
wer hier in diesem Land plötzlich alles Nazi ist. Dieselfahrer, Kraftfahrer, Corona-Kritiker, Bauern, Islamkritiker, Leute, die die Regierung kritisieren. Die Nazi-Ecke ist total voll. Was ich Ihnen damit sagen möchte, ist, die Art und Weise, wie Sie mit diesem Begriff umgehen, stellt Sie als total geschichtsvergessen dar. Sie verharmlosen die schlimmste Zeit in unserer Geschichte auf das Allerschlimmste. Wer die Grundgesetzpartei Deutschlands mit Nazis gleichsetzt, hat etwas Wesentliches nicht verstanden. Wir stehen für die Wiedereinführung und die Stärkung des deutschen Rechtsstaats, einer richtigen, funktionierenden Gewaltenteilung. Und wir wollen unser Grundgesetz zurück. Wir wollen unsere Grenzen zurück. Und wir wollen verdammt nochmal bestimmen dürfen, wer hier über die Grenze kommt. Feindlichen Fremden, die hier unter uns weilen, die uns nach dem Leben trachten und die unsere Töchter vergewaltigen. Pfui! Ich bin Deutsche. Ich bin Mutter von 4 Kindern. In ihrem Land, das sie von ihren Vorvätern erhalten haben, liebe Freunde. Michael Stürzenberger war ein Held der Wahrheit. Man muss auch nicht alles gut finden, was er gesagt hat, aber es war wichtig, dass er seine Worte ausgesprochen hat und sich jeden Tag in Lebensgefahr dafür befinden musste. Und ist es nicht eine bittere Ironie, dass Michael Stürzenberger vom Verfassungsschutz beobachtet worden ist, der islamistische Messermörder aber nicht? Das ist eine Schande. Wir wollen in einem Land leben, in dem die Gefährder beobachtet werden und nicht deutsche Dissidenten. Die Botschaft, die Mannheim heute aussendet, die demokratische Grundordnung in Frage stellen und das jeden Tag in diversen Hinterhofmoscheen alles unter den Augen der Etablierten. Und ich muss ganz klar sagen, und das ist ganz wichtig, weil wir bald an der... Nur mal so am Rande, stellt euch vor, dass der öffentliche Veranstaltung, die massivst und wer Parteien wählt, die von der Polizei geschützt werden muss, gegen einen Mob, der von Antifa, Linksextremen, angeheizt wird. Migrantifa und Moslems mittendrin. Ich übergebe jetzt an den Organisator. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke schön auch an Joachim Paul. Ich will das Ganze nochmal auf einen Moment herunterbrechen, auf einen emotionalen Moment. Ich war heute hier etwas früher auf dem Platz und es beschleicht einen tatsächlich trotz des Polizeiaufgebotes ein mulmiges Bauchgefühl und das bei vielen Menschen. Ich glaube, ich spreche auch für die Redner, die schon lange im Politgeschäft mit dabei sind. Und es ist umso schlimmer, man braucht sich dieses Video nur anschauen. Man findet ja kaum noch Worte, außer dass hier eine Bestie zur Tat geschritten ist. Im vollen Blutrausch. Das ist absolut zu verurteilen und widerlich. Und es hat mich schockiert, liebe Freunde. Und immer wieder bin ich in den letzten Wochen... Es mag eine ironische Randnotiz sein, dass wir hier am vergangenen Freitag diese Tat erlebt haben unter der schützenden Hand einer Waffenverbotszone. Die magische Antwort auf Messergewalt der alten Partei ist Waffenverbotszone. Jahrelang wurde uns weisgemacht unter dem Vorwand, es sei eine große Bedrohung, legal Waffenbesitzer enteignet. Und mittlerweile werden wir Opfer von Menschen, die hier drüben in den Lidl vielleicht gehen, ein Sonderangebot, irgendwelche Gartenscheren oder Campingbedarf kaufen. Und
und Deutsche darin niederstechen. Das ist die Verlogenheit, die wir knallhart ansprechen müssen. Reste darf gut, oder was? Die große Angst, die natürlich auch die Sicherheitsinteressen hier in Mannheim im Wege der Diskussion um die Waffenverbotszone, ein schönes Wort, getrieben hat, ist natürlich immer dieselbe. Und das ist wirklich widerlich, wenn man das hört, auch bei vielen Vertretern, die möglicherweise da drüben auf dieser Gegendemo mit herumstehen. Die Angst war nicht, wie schützt man das eigene Volk, sondern die Angst war, ja, hier könnte ja irgendjemand kontrolliert werden aufgrund seines Aussehens. Ich möchte es ganz klar sagen, den Leuten, denen seid ihr scheißegal und die sind abzuwählen, nichts anderes. Die haben in politischer Verantwortung nichts zu suchen. Ich möchte es auch ganz klar ansprechen. Jeder, der nach der Versorgung Sicherheitsinteressen managt, indem er nur Rücksicht auf Political Correctness nimmt, aber die Wahrheit dabei völlig ausblendet, der hat am Freitag im übertragenen Sinne bildlich mitgestochen und er trägt Mitverantwortung an den Verletzten, an den schlimmen Verletzungen, die auch der Polizist hier am Freitag von sich getragen hat. Die Ehren werden auch. Die CDU-CSU hat uns genauso mit in die Misere in den letzten Jahren reingeritten wie die Grünen und die SPD. Und es ist zwangreich Kreisverband gewesen, aber viele bei der Grünen und der SPD exakt so. Hat die Schwester gewesen, wirklich mal wieder mal schockiert. Da wird offen auf X geschrieben, ja, Hass und Hetz. Aber gemeint ist genau auch das Opfer Michael Stürzenberger zumindest mit. Das ist verabscheuungswürdig und die tragen genauso mit Verantwortung. Sie war da. In diesem Land, in dieser Bundesrepublik gibt es schon lange Opfer erster und zweiter Klasse. Es ist eine Hierarchie der Opfer. Wenn irgendein SPD-Kommunalpolitiker und sei er noch so unbedeutend mal irgendwie weggeklatscht wird, was ich auch verabscheue, dann ist das 3, 4, 5 Tage in den Pressemedien überall präsent und über Michael Stürzenberger und den Angriff will man eigentlich am liebsten sich ausschweigen. Und das verurteilen wir und deshalb stehen wir heute hier. So kann es in diesem Land nicht weitergehen. Es ist ganz klar, Multikulti ist gescheitert und für uns ist Schwarz-Rot-Gold auch bunt genug. Es mag ein Treppenwitz unserer Zeit sein, aber auf der einen Seite weisen wir seit Jahren und Jahrzehnten darauf hin, dass diese Migrationspolitik zum Scheitern verurteilt ist, dass diese Asylpolitik unser Land ins Chaos stürzt. Und wir haben immer klipp und klar gesagt, wir müssen aufpassen, wie viel Einwanderer, wie viel Zuwanderer und vor allem woher verträgt unser Land überhaupt. Und dann wurde uns vorgeworfen, wir würden unterscheiden. Das eine sei das Volk, sei ja ewig gestrig und rückwärtsgewandt, das andere sei die deutschen Staatsbürger und wir würden die irgendwie benachteiligen. Wir würden also die Gesellschaft spalten. Und wenn wir hier heute stehen und nach da drüben blicken, dann müssen wir uns nicht lange die Frage stellen, wer die Gesellschaft spaltet. Die, die hier ganz klar die Gewalt verurteilen und das Kind beim Namen nennen, es ist muslimisch motivierte Gewalt gewesen, oder die da drüben, die so tun, als seien wir die Bösen. Wir brauchen nicht lange fragen. Es ist so, wie es schon George Orwell beschrieben hat, Freiheit ist auch die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 4 ist. Und noch eine simple Wahrheit besteht aus nur 3 Worten und vielleicht kann sich der eine oder andere, der da drüben gerade noch so in der Lage ist, ins Mikrofon zu brüllen, das auch sich merken. Es sind 3 Worte und es sind Remigration, Remigration und nochmal Remigration. Mehr braucht es nicht, meine Leute.
Und es ist auch völlig gleichgültig, ob jetzt in diesem einzelnen Fall das ausnahmsweise jemand war, der irgendwie eingeheiratet war, der deutscher Staatsbürger war. Es wird immer so getan, als dass wir deshalb irgendwie alle Muslime pauschalisieren. Aber wir gehen dieser verlogenen Politik der Altparteien gerade nicht auf den Leim. Remigration, dieses Schlagwort, ist der Ausdruck einer ganz grundsätzlichen politischen Wende, die wir in unserem Land brauchen. Es ist die Beantwortung der Schicksalsfrage des deutschen Volkes. Auf der einen Seite lügen wir uns weiter in die eigene Tasche und lavieren herum und sagen dann solche Dinge, wie jetzt kursiert sind. Ja, man müsse vorsichtig sein und wir wissen eigentlich noch gar nicht genau, was denn das Motiv war. Ja, entweder sind die blind oder einfach nur blöd, dass die jemanden, der in voller Absicht um einen Islam irgendwelche Sündschlöfe gesprochen. Es ging auch alles medial drunter und drüber. Und man müsste sich immer davon distanzieren. Ich denke überhaupt nicht, dann können wir auch keinen Anlass mehr hier für irgendwas zu distanzieren. Wenn einer sich hier distanzieren muss, dann sind es viele seinen Mund nicht zu und wenn dann wirklich mal hier so was Schlimmes passiert, dann hört man tagelang, wochenlang nichts und das ist die klassische Taktik der Verharmlosung der muslimisch motivierten Gewalt. Und ich sage das auch noch mal ganz klar zum Schluss. Dieser Islam gehört nicht zu Deutschland, wir wollen ihn nicht haben und die Essenz unserer Politik ist, dass dieser Bürger aber doch beruhigen zum Schluss. Wir haben noch eine Wahl und es ist die Wahl der AfD. Wählen Sie die AfD bei der Europawahl, auch da drüben wird sich vielleicht mal eine Gedanken machen, die Nachbarn links und rechts neben ihm sind. Wählen Sie die AfD, Sie werden feststellen, wenn wir in Verantwortung sind, in echter politischer Verantwortung, wird dieses Land sich zur Kenntlichkeit normalisieren und ich freue mich drauf und zum Schluss wünsche ich allen Teilnehmern einen frohen und stolzen Monat. Vielen Dank. Als ich gerade auf den Platz kam, herrlich, diese Ruhe. Gleich entspannt. Hatte ich Gänsehaut. Und vor zwei Tagen hat sich hier etwas abgespielt, was jeden JAler und jeden AfDler wieder einmal bestärkt hat, dass wir das Richtige tun. Gesehen oder das eine Video. Und man war schockiert über diesen Angriff. Man war sprachlos. Und das Schlimme daran ist, dass unsere Presse, unsere deutsche Presse, die bei Sylt einen Skandal hergeschrieben hat, wo keiner da war, nichts Besseres zu tun hatte, als bei Twitter belanglose Sachen zu posten.
Wir werden ein Herz austreiben und werden Platz anzünden und ein Licht für euch auf dem Markt einbringen und zur Hoffnung aufrufen, dass sich diese Zustände in unserem geliebten Deutschland nicht wiederholen werden. Währenddem die deutsche Nationalhymne gesungen wurde, ich weiß nicht, ob ihr es auf Band oder mitgekriegt habt, hat hier hinter der Straßenbahn der breite Pöbel hoch die Internationale gesungen. Braucht ihr eigentlich noch mehr? Sonntag, 2. Juni 2024. Wir sind hier am Marktplatz in Mannheim. Es ist 15 Uhr, wir haben ein sehr hohes Polizeiaufkommen und diese Mahnwache wird ohne Geschrei wohl durchgeführt. Ja, was sehen wir denn hier? Kein Zutritt für Terror und Remigration. Genau so brauchen wir das auch. So. Keine Einzelfälle sind. Hier sehen wir die Undemokraten, die versuchen, diese Mahnwache zu stören. Es gab einen Angriff der Antifa-Terrorgruppen. Hier sehen wir auch Schreier, die die ganze Szenerie hier anheizen, währenddem hier drüben Ruhe und Gedenken herrscht, haben wir hier eindeutig. Die Provokateure zu sehen. Null Toleranz! Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg. Und ich bin schockiert. Ich bin schockiert darüber, dass wir hier heute zu unserer Veranstaltung, wo wir einen schrecklichen Terrorakt gedenken. Die Verletzten sind immer noch nicht aus dem Krankenhaus, sind wahrscheinlich auch noch nicht aus Lebensgefahr raus. Und wir erleben da drüben eine Demonstration, die nichts anderes ist als eine Demonstration zu unserer Mahnwache. Eine Gegendemonstration. Wie irre ist dieser ganze Vorgang? Wie irre ist das? Wenn ihr da drüben es ernst meint, mit Versöhnung und mit Einigkeit, dann erwarte ich von euch, dass ihr euren Fehler überdenkt, den ihr die letzten 10 Jahre gemacht habt. Es gibt keinen positiven Benefit aus ungeregelter Migration. Und deshalb finde ich es wahnsinnig toll, dass die junge Alternative, die Jugend der AfD, es geschafft hat, in so kurzer Zeit hier eine so große Veranstaltung zu organisieren. Ich danke euch, ich bin stolz auf diese Jugend. 50% wünschen sich die Einführung der Scharia, sagen aktuelle Umfragen. Ich wünsche mir, dass die anderen 50% jetzt mal aufstehen und sagen, nein, wir wollen in Deutschland mit den Deutschen leben nach den deutschen Gesetzen. Das ist das,
was ich hier erwarte. Und ich hoffe sehr, dass das noch passiert. Ich hoffe, dass auch von Ihnen da drüben, wer von Ihnen für die Scharia ist, der soll doch bitte mal die Hand heben. Man sieht das wenigstens. Seid doch nicht so feige. Ah, ich sehe ja gar keine Hand. Eins ist auf jeden Fall klar. Ja, da sehe ich einen. Ich sehe auf jeden Fall eins völlig klar. Mit der Scharia wird es kein Zusammenleben hier in Deutschland geben. Und deshalb werden wir diese Diskussion, wie dieses Land in Zukunft aussieht, auch führen müssen. Und wir werden sie nicht so führen, wie das einige glauben. Die Deutschen haben sich sehr, sehr, sehr gastfreundlich gezeigt die letzten 70 Jahre. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.